So, wir kommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forge Alliance. Wir spielen 3 gegen 3, Christian, Sebastian und ich auf Isis Hallo. Fields 3 vs 3. Und es geht los. Das war aber eilig. Ja, keine Zeit. Aha, jetzt geht's. Wir haben nämlich gerade schon mal das versucht. Mein Gott, ist das jetzt. Boah, so schnell bin ich jetzt gar nicht hier. Das ist mir jetzt zu rund. Ja. Okay, also ihr wisst ja, was eure Ältere Aufgabe ist, ne? Das sterben oder was soll ich nicht sterben, machen? sondern den Bereich da unten zuzumachen. Ich versuche wirklich mal. Ihr macht erstmal keine Luft, braucht ihr erstmal nicht machen, ja? Außer wir merken, dass da richtig viel kommt von denen. Nehmt aber bitte Luft am Boden mit, also Luft am Boden. Luft, ja, mobile. Mobile Luft. Mobile Luftabwehr. Ja, verstanden. Luft ist immer mobil. Wissen, aber ich denke, das ist schon noch. Würde ich auch empfehlen, jeden ein Radar bei euch in der Basis zu bauen, das wird oft vergessen. Und dann können die uns sehr scouten. So, mein Commander ist jetzt schon auf dem Weg nach vorne. Müssen wir mal gucken, ne, wie wir die Mitte da halten, ob das. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ob wir einfach nur gucken, dass wir schnell auf T2 gehen. Das Ding einfach zumachen, ob wir Einheiten machen. Chris, Wo wird hast er du unten? geschossen? Bei dir unten Wunderschön. ist einzelne Einheit. Nee, das ist dein Commander. Okay, sehr gut. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache jetzt erstmal nur Scouts, damit wir ein bisschen einen Überblick haben.
ein bisschen was sehen ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Ja, einiges. Hat da so ein paar Sachen hingestellt. Jetzt haut er ab. Macht dem unten schon, oben schon mal so ein bisschen. Die Scouts sind gleich zu Ende, ja. Ich gehe nämlich auf Tech 2 jetzt bei der Luft. Okay. Keine Ahnung, dass das ein Tick zu früh ist, aber ich will es lieber zu früh als zu spät machen. So, ich nerv die jetzt schon mal so ein bisschen. Bei mir kommen ja gerade Scouts an. Mensch, ihr habt doch eh keine Chance mit euren Angriffsboards. Vergiss es, Junge. So, ich bin auf T2. Ich kann ja mal aus Spaß, wenn ihr irgendwie seht ihr irgendwo einen Commander oder so? Nee, leider nicht. Für den Fall baue ich einfach mal Lenkraketen, ja? Ah. Ich war auch, wie gesagt, Lenkraketen. Wenn ihr da irgendwas seht, sagt Bescheid. Das wäre. Ja. Höchst interessant. So, jetzt sehen wir auch schon mal, was da los ist. Wenn ihr irgendwo einen Commander seht, sagt Bescheid. Drei, oder zwei oder drei habe ich jetzt. Zwei von den Lenkraketen. Sebastian rückt da oben sehr schön vor. Warte mal, der Weiße übernimmt bei denen alles am Boden. Das klingt so, als würde der andere hinten nur vorarbeiten. Wem hängt? Oh, ich habe gar keinen Strom. Natürlich schlecht, wo die jetzt da unten alle kommen. Dabei hat irgendwas Krasses? Ja, er sieht es nicht, er sieht es nicht, das ist das Problem. Ach ne, da oben ist T2-Verteidigung. Ich glaube, der ist einfach mal vor. Kann das sein, dass du es gerade runterziehst mit deinem nicht vorhandenen Strom? Das
bei dir auch so, Sebastian, dass du runtergezogen wirst? Müsste gleich fertig sein, mein Commander Tech sieht gerade auf. Okay, weil ich hatte gerade viel mehr Strom und habe jetzt meinen Strom verloren. Bin eben fertig mit meinem Commander. Dann geht's bergauf hier. Okay, ich bin dann mal offline. Ciao. Mach's gut. Ciao. User disconnected from your channel. Okay, ja, jetzt sieht's. Da hat da einige stehen. Oh, wei, oh, wei. Sag mal, siehst du den Commander von ihm da irgendwo stehen? Wenn ich jetzt leicht rüberfliege? Ich kann mal schauen. Das ist hier zwei Verteidigungen. Das sind alles nur Panzer. Da ist er. Da steht der Commander. Siehst du ihn? Ja, ja. Hallo? Die schicken Scouts los. Aber sie kommen nicht durch. Habt einer von euch Strom? Bitte? Hat einer von euch Strom? Nee, ich gerade nicht. Oh mein Gott, warum hängt das denn gerade so? Boah, der towert sich jetzt gerade vor. Ich probiere jetzt nach vorne zu gehen, na. Der towert sich gerade vor, ich muss da irgendwas gegen machen. Da ist der Commander, der blaue. Naja, aber ja. Naja, ich kann da gerade nichts gegen machen, weil er sich einfach nur vortaut, sich einfach nur zubunkert. Scheiße. Ich kann dir nicht versprechen, dass 6 Raketen an der Stelle reichen. Ich werde die vom Blauen überrannt. War klar. Oh, der schießt jetzt gerade hier mit Verteidigung, oder was ist das hier? X2 Verteidigung. Ja. Okay. Du hast dann verzieh dich da mal bitte. Ja, mach ich schon. Das ist leider sehr gefährlich, was da gerade passiert. Okay, der Sebastian hat krasse Probleme. Ja. Kanonenboote. Alter, was hat er da stehen? Okay, Sebastian, bau da, wo du bist, eine Verteidigungslinie oder sowas auf. Mal die Verteidigung da wegmachen. Geht mal langsam auf den Sack, Mann. Vielleicht ist der Typ gleich tot. Du hast ja einen Bau da irgendwas hin zur Verteidigung. Ja, schon da. Dabei. Christian, bestätige gleich, ob man Dinger abschießen. Ja? Schießen meine Dinger ab? Was für Dinger? Ja, Achtung. Fliegen gerade über dich drüber. Wenn wir Glück haben, ist der Weiße tot. Wenn es gut läuft.
Er fährt, fliegt gerade zurück. Und, was passiert? Die werden abgeschossen. Doch nicht, er trifft. Ah, der baut einen Generator hin, okay. Hängt. Hängt, ja. Warte. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, der Typ muss tot sein. Ja, da hat er, glaube ich, gerade ein Schild gebaut. Ruft mich, wenn ihr Hilfe braucht, ja? Ich hab vergessen weiter aufzutanken, ich Depp. Oh, der hat meinen Radar kaputt gemacht. Scheiße, die kommt von oben. Wie kann das sein? Der ist hier. Mein Radar ist am Arsch. Oh, was mache ich denn da wie so ein Bekloppter? Ich produziere das Falsche. Was gehört da in der Mitte? Ja. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt schlecht. Macht mir jetzt alles kaputt. Aber ich habe da, glaube ich, genug stehen eigentlich, oder? Nicht wäre ein Panzer, ist das das Problem. Okay, warte mal. Ich gehe zu Chrisa runter. Ja, mach das. Und Sebastian, du... einfach vorbeigelaufen. Sebastian, du kümmerst dich um das da oben, ja? Ja, mach ich. So ein leichtes Stromproblem. Ja, woran liegt das? Luft oben, Luffy. Hast du irgendwas? Achso. Ich glaube, das ist ein Transporter. Ja, das war ein Transporter. Okay, aber ich habe keine Ahnung, ob wir die Luft halten. Und ich, wer zieht uns gerade strommäßig sowas von krass runter? Ich hab. Wer hat meine zwei Stromgeneratoren gefickt? Fuck, ey, wir sind richtig hart getroffen, strommäßig. Bei mir geht gerade gar nichts. Also, ich bin hier offen auf dem Serviertablett. Dann verzieh dich da unten. Eben ist gleich mein Stromgenerator fertig hier hinten. Oh ja, jetzt bin ich wieder im Fluss. Achtung, wir sehen wieder was. Das ist gut. Also ihr könnt mal kurz euch mal was anschauen. Da kommen Raketen, scheiße. Typ hat hier so viel, das ist unfassbar. Ja, hat da kaputt gemacht, klasse. Ich sehe da, ist scheiße. Ich sehe da jetzt nichts mehr. Jetzt kommen die Raketen da angeflogen. Auch das ist doch mies, ey. Kann gerade nichts machen. Das ist nicht mies. Guck dir jetzt an, wie viele Raketen da ankommen. Guck dir das an. Schützt eure Basen gegen die Raketenangriffe. Mhm.
dass die jetzt einfach immer bewegen, immer bewegen. Bergbomber. Der Blaue macht das ganze Ding gerade. Er macht. Er hat sowohl mich zurückgedrängt als auch macht jetzt Luft. Aber der andere ist derjenige, der. Tech 3. Kestrin hat Tech 3. Was? Der ist Tech 3? Er hat auf jeden Fall sein Commander ist Tech 3. Und der hat auch Tech 3 schwere Punktverteidigung. Ja, die hat er auch schon da aufgebaut, ja. Von dem kommt keine Einheit, es kommt, der towert sich dann nur ein gerade. Ah. Ja. Ich bin auf T3 in der Luft. Okay. Jetzt muss ich es nur noch ausspielen. Na, du bist gut unterwegs, wir nicht. Ich greife dann sofort den Kestrin an, okay? Das wird mein primäres Ziel. Aber der hat schon zu viel, der muss doch auch auf Luft, auf schon auf dem Niveau sein. Ja, von dem Türkisen habe ich noch gar nichts gesehen, außer seine Verteidigung. Es gibt jetzt nur eine Raketenschlacht gerade hier. Ja, aber der steht da unten unter einem Schild mit genügend strategischen Bombern. Toll, 200 im Plus ist dieser Bastard, der schießt jetzt gerade nur mit strategischen Raketen. Mit Raketen hier. Ja, warte mal ab, ich sehe den Typ. Ich sehe den Typ hier. Ich habe schon 3 strategische Bomber und baue jetzt noch ein paar Raketen, die dann noch da helfen sollen. Ja, der Wichser, ey. Gib mir noch ein bisschen. Boah, ist mir generell zu langsam. Weiter aufticken, das ist noch mein Problem gerade, das mache ich gar nicht. So, jetzt mal 86 im Plus, das reicht schon mal. So, ich habe jetzt 4 strategische Bomber und 4 Raketen. Reicht das oder soll ich noch eine machen? Komm, bau noch was, Tim, bau noch was. Ich baue noch 2-3 Raketen. Geh jetzt mal davor, das geht mir jetzt hier auf den Sack, was da ist. Ja, setz ihn ein bisschen unter Druck, mach ein bisschen sein Guck mal, was er da hat. Der hat da gar nicht so extrem viel. Ist halt nur Schilder. Der scoutet. So, Schilder sind down, ciao. Ich komme. Mit den paar schweren Panther, die ich da hatte. Ja, oh, diese verkackten Raketen, ey. Könnt ihr nichts anderes? Vielleicht haben wir Glück.
machen wir hier mal ein bisschen Spaß. Mann, Chris, Mann, der hat noch 4000. Der Typ. Oh, der wird jetzt sowieso weggeholt. Meine Punktverteidigung ist fertig. Mach mal die Schilder bitte kaputt. Okay, ich versuche mal mit allen möglichen vorzugehen, was ich hier noch habe. Na, ich habe nicht so viel, das ist das Riesenproblem. Der Typ hat wieder halt überlebt. Mit den paar Panzern so vorgehen, das wird mir nicht viel bringen, oder? Die Schilder müssen kaputt sein. Ja, ich bin drauf. Ich habe zwei kaputt, ne, eins auf jeden Fall kaputt bekommen. Okay, super. Der andere baut einen Bot oder sowas, irgendwas was krass ist. Ja. 136k, der baut einen Bot, definitiv. Na, oh, der steht immer noch unter dem Schild, ey. Das ist scheiße da unten. Chris, 1400 hat er noch. Scheiße. Ja, aber er wird doch gerade voll getroffen von mir hier, oder? Ja, er nicht. Hm? Ich greife den oben jetzt schnell an mit meinen ganzen Raketen. Ballert sich da auch zu. Okay, Raketen bringen null. Oh, hier geht's gerade übertrieben ab. Bei mir. Der Blaue ist auf jeden Fall gerade nicht unterm Schild. Die wollen hier meine Basis kaputt machen. Doch, der ist in der. Oder, warte mal. Der ist nicht unterm Schild. Der kommt jetzt wieder raus. Ich fliege los. Nein, er hat den Ding kaputt. Er steht immer noch, er durfte nicht unterm Schild stehen. Doch, du da, ne? Nein! Oh. Mann. Der hat einen Strategic Launcher gebaut da, ne? Echt? Scheiße, hier vorne! Das ist nicht gut. Das ist eine Entwicklung, die wir so nicht brauchen. Wir werden gleich kurzzeitig Stromprobleme haben, Leute. Also ich habe plus 400. Tja, ich habe minus 1900. Also ich krieg nichts Schlimmes ab von dir. Noch nicht, wartet. Jetzt! Ich habe all meine Fabriken schnell ausgemacht, damit ich schnell Strom bauen kann. Okay. Und dann mache ich Power strategische Bomberproduktion. Da geht ja nichts. Wir müssen jetzt irgendeinen Durchbruch hier machen. Der Typ muss... Alle eigentlich. So. Darum ist ganz viel Luft. Der kommt doch nicht. Typ kommt hier nicht durch, scheiße. Nicht okay. So viel von mir. Irgendeiner muss jetzt mal getötet werden. Ja.
Vielleicht Mobilatzer mal in den Tod schicken, die geht mit hier auf Berg hier. So, wenn wir den einen da unten töten, dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir den Geißen töten, können wir auf jeden Fall mal ein bisschen durchbrechen. Und er hat da gar nicht mehr so viel. Diese Schilder sind von ihm alle down gerade. Perfekt. Der hat aber auch Tech 3 Luftverteidigung da aufgebaut wie wild. Mach da was dagegen. Ich fliege gerade los. Dann versuch mal dran vorbeizulaufen, einfach an der Bombe. Du bist jetzt gerade gescoutet. Natürlich werde ich jetzt gescoutet. Bomber wurde gesehen. Hat hier unten nicht. Strategischer Schlag geortet. Jawohl! Auf wen geht das wohl? Auf mich hier unten oder auf der dich? Der geht auf mich, der hat mich gescoutet gerade. Ja. Ja, geht auf dich. Ja, siehst du man? Ja. Ja, klar. Voll. Schlecht gespielt von mir. Ganz schlecht. Der Typ wollte uns nie angreifen mit Einheiten oder sonst was. Vor allem das Offensichtlichste war, der hatte das Ding da vorne stehen und wir haben es nicht bemerkt. Oh, und Tech-3-Bots kommen jetzt, guck. Ja. Ja, wir haben uns zu lange mit dem Weißen unten aufgehalten. Der hätte schon längst nach dem ersten Angriff tot sein müssen. Der war auf 1500 runter. Vom Blauen kam ja gar nichts eigentlich. Außer vom Blauen kam ja jetzt eigentlich kaum was, außer jetzt das am Ende jetzt gerade. Der Blaue, der hat die ganze Zeit oben das gemacht. Ja. Dank dem Blauen hat der Türkise überhaupt überlebt. Da kommt jetzt auch irgendwas, was hier was drauf hat. Gut, aber versucht mal die Masse dazwischen mir einzunehmen. Das bringt euch hier erstmal nur einen Massevorteil. Kommt jetzt irgendwie Luft drüber? Wir haben aber überhaupt keine Luft jetzt. Weißt du eigentlich, dass der eine da hinten die ganze Zeit Abfangjäger bei dir rumliegen hat? In der Basis? Bei mir? Ja. Ja. Die sauge ich auch ein. Okay. Aber er sieht die ganze Zeit alles. Nee, er sieht nur diesen einen Bereich da, ja. Kann ja auch erobern. Und der Blaue mit seinem Tick 2 da. Sind Tech 3 Spionageflugzeuge, ja. Haben gerade einen. Ja, das mit den Raketen da unten ist ja geil, aber es bringt gerade nichts, weil der wahrscheinlich viel zu viel Verteidigung drin gebaut hat. Ja, der hat auch nur Tech 3 Verteidigung da stehen. Guck mal, was der da an Tech 3 Verteidigung stehen hat. Ist überhaupt keine Chance, irgendwie reinzukommen. Gerade zu wenig Strom. Hast du ein Radar bei dir, Sebastian? Ja, also da oben, aber nur T1, deshalb siehst du die auch nicht so nah. Und oben. Der saugt oben deine Bots auf, ne? Der Blaue. Ich werd eh mit wieder gemacht, weil jetzt von Land und Luft angegriffen werde. Also. Das war's. Ja, weiß ich doch. So mach ich doch schon alles fertig. Na, komm mal, da kommt direkt rein. Wenn das Ding mal angreifen würde, das greift das
mach die Techniker nicht kaputt, das gibt's doch gar nicht. Geht doch, Mann. Oh, eben ist er weggeflogen. Hast du das gemerkt? Sebastian wird jetzt sterben. Yep. Das werde ich. Du hast ja da einen Verteidigung stehen hat. Unglaublich. Ja, beide gutes Battle da unten. Ihr habt auch witzigerweise genau die gleiche Einheiten. Und gar kein Radar, sagt, sehe ich gerade. Oh, guck mal, jetzt kommen die Bomber. Yep. Wo stehe ich denn da? Ja, Bomber. Aber ich bin nicht tot. Die Schilder haben dich komplett gerettet. Und deine Mobile, die du dabei hattest. Muss mir schnell ein neues Schild bauen. Weil gerade Raketenplattformen auf die Jorno schießen. Wäre noch schön, deinen Fatboy zu sehen im Einsatz. Oh! Das wäre jetzt geil, wenn er nochmal anfangen könnte zu schießen. Die Raketenplattform. Aber ich glaube nicht, dass er nochmal anfangen wird zu schießen. Ist ein Radar getroffen worden? Hm? Ist dein Radar getroffen worden? Weil du siehst nichts mehr. Achso, ja, tatsächlich. Gut, dass du das sagst. Ja, es könnte vielleicht was werden. Alles cool. Aber das Radar ist ein Problem, glaube ich. Ah ja, ist eben wieder da. Der scheiß Headboy, warum braucht er denn so lange? Sau lustig, guck mal, das sind drei Leute, Mann. Darf ja wohl nicht wahr sein, dass die. Ja, die ziehen jetzt auch gerade Fatboy hoch, mit Sicherheit. Wenn ja, die sowas schon unterwegs ist. Die haben den ja auch gesehen, eigentlich, ne? Ja. Na kommt schon. Da ist Fatboy wird nicht fertig, weil ich keine Masse habe. Mehr. Aber wenn er hinten mit Luft reingeflogen wäre, jetzt kommt er hinten mit Luft. Weil ich hab hinten gar nichts. Der Tech 2 denn hier noch stehen. Stell einfach all deine Produktionen aus, die du hast. Ausmach. Ja, dann geht sowieso nichts mehr. Ich glaube nicht, dass es beim Fatboy was bringt. Der schießt schon anderer Fettball auf ihn. Aber er schießt, oder? Ja. Meiner. Jo, dann gehen wir mal in den Kampf hier, er oder? Er schießt in die gegnerische Basis rein. Das ist super, was deiner macht. Er macht das Tick 3er kaputt. Ja. Gib den noch. Ja, cool, schick deine Leute noch nicht los. Warte, bis die Tick 3. Was hier ist, was? Ist das Tick 3 kaputt ist da? Die Tick 3 Verteidigung.
sorgt dafür, dass er mehr in die Basis schießt als auf die Einheiten da vorne. Wo steht denn sein Fatboy? Der muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Trifft dich. Auf dein Kommando auf. Ja, ich sterbe jetzt sowieso. Kann man Fatboy nicht bewegen, das ist noch viel schlimmer. Das hängt an deiner Verteidigung fest. Geh jetzt da rein, flank mir jetzt, Mann. Dein Commander kommt auch nicht durch. Dein Commander regelt es jetzt. Genau, der macht jetzt alles wieder. Wo ist denn sein Fatboy? Guck mal, jetzt traut er sich nicht mehr, oder was? Die Fatboy ballert da oben, der in der anderen Einheit weg. Und du gehst gerade. Jo, ich komm's. Das geht mal fix. Den anderen hätte ich geschafft, Mann, eigentlich. Ich war zu langsam am Anfang. Jetzt hätte ich den anderen schon längst überlaufen können. Ich glaube, das ist nicht cool, wenn nur einer Luft macht. Oh, halbe eins schon. Krass. Gucken wir uns mal genau an, was er da hatte. Oh ja, dafür habe ich die meisten Kills. Mit Abstand. Lustig. Er hat auf mit alles in seiner Basis auf Deck 3 hoch gehabt, der Weiße. Ja gut, der Catherine ist. Der ist rausgegangen, bevor das Spiel zu Ende war, der Idiot. Dadurch können wir jetzt bei ihm nichts sehen. Der eine hat einen Megabot gebaut, aber noch lange nicht fertig. Der blaue. Auch keine Massenspeicher drumherum. Also blaue kannst du rausnehmen. Der blaue war richtig gut. Ja, vielleicht im Early Game, aber danach war der nicht mehr so gut. Wenn du dir auch anguckst, dass er nirgends einen Massenspeicher drum hat, keine Energiespeicher, gar nichts. Seid schon bitter, guck mal. Der hat viermal so viel Masse fast gesammelt wie ich, der Erste. Ja, nicht tragbar. Ich war zu früh raus, das ist das Problem. Ich hab die meisten Kills, das langt mir. Wie sagen wir das nochmal? Heute kann ich mich anfreunden. Ja, das war der Moment, wo ich raus war. Alter, halb eins, verdammt. Ja, schnell schlafen gehen. Okay, ja. Macht's gut, Leute, und bis zur nächsten Folge.